Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Allgemeine Relativitätstheorie. Jetzt sind wir schon ziemlich weit gekommen. Krümmung, Tensor, bis ans schwarze Loch haben wir schon hingerechnet. Wir haben genau gesehen, um welchen Faktor es jetzt hier eigentlich fehlt. Und ich würde sagen, höchste Zeit, dass wir auch mal Beweise nennen. Also welche Messungen gibt es jetzt eigentlich, die all das belegen, von dem die Rede war? Ja, wenn es um Beweise geht, zur allgemeinen Relativitätstheorie, da ist natürlich allen voran, diese legendäre Sonnenfinsternis zu nennen. Die war 1919 am 29. Mai. Und da ist Eddington extra angereist. Das war noch eine Riesengeschichte. Das war so eine Insel vor Westafrika. Zu dieser Zeit eine gewaltige Anstrengung, dort Aufnahme zu machen. Warum dorthin? Weil dort war diese totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Und warum brauchen wir überhaupt eine totale Sonnenfinsternis? Die Idee war, dass die Sonne als gewaltige Masse auf jeden Fall auf Licht irgendwelche Auswirkungen haben muss. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach mal so den Fixsternhimmel habe, irgendwelche Sterne mit Sternpositionen, die ihr Licht aussenden, und wir sind hier auf unserem schönen blauen Planeten und beobachten hier. So, dann haben wir diese Positionen. Und wenn jetzt aber die Sonne hier vorbeizieht, dann müsste die Anwesenheit der Sonne auf diese Lichtstrahlen, die von diesen Sternen zu uns kommen, irgendwie eine Veränderung bewirken. Und es war sogar klar, man konnte es mit unserem schönen Faktor wunderbar berechnen, wie groß diese Auswirkungen sein müssten. Und wieso dann die Sonnenfinsternis? Naja, wenn die Sonne hier durchzieht, dann gibt es zwar diesen Effekt, aber die Sonne ist so hell, sie überstrahlt alles, da sehen Sie die Sterne im Hintergrund nicht mehr. Also braucht man was, wo die Masse zwar hier ist, aber sie nicht so leuchtstark ist wie sonst. Deshalb Sonnenfinsternis. Dann sehen Sie sehr schön den Hintergrundhimmel und dann sehen Sie diese veränderten Bahnen. Das war die Idee und das hat wunderbar funktioniert. Das war letztendlich der Durchbruch der Theorie, weil man hat im Vorfeld schon gesehen, da gab es so eine eigenartige Drehung des Merkurs auf seiner Bahn. Man nennt es die Periheldrehung. Also wenn wir den Merkur hier nehmen, also hier ist die Sonne, und wir betrachten die Bahn des Merkur um die Sonne, dann ist es natürlich eine Ellipse. Allerdings ist es jetzt hier, ein bisschen übertrieben gezeichnet, allerdings ist es jetzt hier nicht diese geschlossene Ellipse, sondern es wandert jetzt hier . Das heißt, die Ellipse dreht sich jetzt hier so allmählich um die Sonne. Man nennt es die Periheldrehung des Merkur. Dass es so eine Abweichung hier geben muss, das war klar. Das war auch Newton schon klar. Newton hatte schon ausgerechnet, dass es hier pro 100 Jahre ungefähr so 531 Bogensekunden Abweichung geben müsste. Warum? Na, weil hier jede Menge andere Planeten unterwegs sind. Die stören natürlich den Merkur. Das ist ja kein klares Zwei-Körper-Problem. Da sind ja noch andere Objekte unterwegs. Also diese Störung war klar. Die Frage war jetzt nur, was man wirklich gemessen hatte, waren nicht diese 531 Bogensekunden pro Jahrhundert, sondern es waren 574. Da gab es also einen Unterschied von, sagen wir mal, so ungefähr 43 Bogensekunden. 43,03, wenn man ganz genau ist. Und diese Abweichung, die konnte jetzt Albert Einstein erklären mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Das hatte einfach damit zu tun, dass immer dann, wenn der Merkur näher an der Sonne war, unterlag er stärker diesen Effekten der allgemeinen Relativitätstheorie, weil er näher an diesem Gravitationspotenzial war und deshalb kam es noch verstärkt eben zu diesem Effekt. Und das war schon klar, aber in Verbindung mit dieser Sache hier, da wurde dann Albert Einstein über Nacht zum Superstar.
Ich will zum Leben von Albert Einstein gar nicht so viel erzählen, weil da haben wir einen eigenen Beitrag vom Ernst-Peter Fischer. Der ist ja Wissenschaftshistoriker und der kann das alles viel besser als ich. Der wird Ihnen dann ausführlich mehrere Porträts darstellen. Nicht nur zu Albert Einstein, sondern auch zu Max Planck und zu Werner Heisenberg, zu den Großen der Naturwissenschaft. Das waren schon mal zwei harte Beweise. Und jetzt war natürlich die Frage, wenn sich so eine Bahn von der elektromagnetischen Welle hier beeinflussen lässt, von der Anwesenheit einer Masse, wie ist es denn, wenn wir direkt ein Radiosignal senden? Wir sind hier auf der Erde und wir senden jetzt ein Radiosignal in derselben Logik zur Venus. Sollte etwa so gleich groß sein, wenn wir schon dabei sind. Also wir senden jetzt hier so ein Signal. Ping, Pong. Dann können wir den Abstand Erde-Venus vermessen. Der erste, der diese Idee hatte, das war Irvine Shapiro. Das ist jetzt übrigens der erste, wenn ich es richtig sehe, der erste Protagonist, der noch lebt. Das heißt, wir nähern uns immer mehr der Gegenwartswissenschaft. Der hatte nämlich eben diese Idee, wenn wir hier ein Signal senden, also irgendwie sowas wie so ein Ping, Pong, dann können wir die Länge messen. Und jetzt müssen wir nur dasselbe Spiel immer weitermachen, während die Sonne hier dazwischen zieht. Genau dieselbe Überlegung, wie gerade eben. Und wenn sich jetzt hier tatsächlich die Raumzeit hier krümmt unter Anwesenheit dieser großen Masse, dann müsste jetzt hier praktisch das Licht ein bisschen einen Umweg gehen. Und tja, das müsste man doch messen können. Und tatsächlich gab es hier eine Laufzeitverzögerung. Das sind ungefähr 240 Mikrosekunden. Und das macht auf die ganze Länge irgendwie so 37 Kilometer, glaube ich. Und damit war klar, die Anwesenheit der Sonne macht hier einen Unterschied. Das war nur auf 3% genau diese Messung. Deshalb wurde das später wiederholt. Man kann natürlich jetzt viel raffiniertere Objekte sich erdenken, die hinter der Sonne irgendwie was veranstalten, so ein Ping-Pong. Und was nimmt man da? Idealerweise natürlich die Sonden, die wir selber da rausgeschossen haben. Und die Cassini-Sonde, die hat so ein Ping-Pong veranstaltet mit uns. Und während die Sonne dann reingezogen ist, gab es hier eine Laufzeitverzögerung. Und diese Messung, die war schon um einen Faktor 1000 besser als die von Shapiro. Und damit ist klar, die Anwesenheit der Sonne spielt hier eine wesentliche Rolle. Also es gibt handfeste Belege, kann man das direkt messen. Hier bei uns, nicht immer diese Geschichten, wo dann doch irgendwelche möglicherweise Fehler einfließen und sonst irgendwas. Kann man nicht im Labor sowas aufbauen? Und selbst das wurde gemacht. Wir hatten doch gesehen, dass das Licht, wenn es, also jede elektromagnetische Welle, wenn die ins Gravitationsfeld kommt, wird sie angezogen. Das heißt, sie gewinnt Energie. Die Energie eines Photons war immer gegeben mit h mal ν, also Plancksches Wirkungsquantum mal die Frequenz. Das heißt also, das ist eine Konstante, die kann sich sowieso hier nicht ändern. Wenn sich also die Energie ändert, schneller kann es auch nicht werden, das Photon, dann muss sich die Frequenz ändern. Das war klar. Es gibt also nicht nur diesen Doppler-Effekt, den wir schon kennengelernt haben, sondern es gibt auch einen relativistischen Doppler-Effekt. Boah, das macht es natürlich noch mal komplizierter. Aber es ist klar, wir können das wieder rechnen. Das ist wieder dieser bekannte Faktor, den wir jetzt schon mehrfach hatten. Immer dieselbe Geschichte. Meistens nimmt man die linearisierte Version. Langer Rede, kurzer Sinn. Es gibt beim Eintritt und beim Austritt eines Photons in einem Gravitationspotential
eine Verschiebung der Wellenlänge. Also, alles, was wir jetzt machen müssen, ist also, wir brauchen irgendwo einen Emitter und da schießen wir was los. Also hier haben wir sowas wie Eisen 57. Da gibt es einen spezifischen Übergang von irgendwelchen Elektronen. Und ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das ist bei 14,4 Kilohertz. Also Kiloelektronenvolt. Und den haben wir hier. Und dann schießen wir einen Lichtstrahl hier hoch, also Photonen hier hoch. Und möglichst hoch. Und hier oben haben wir dann einen Absorber. Da fangen wir das Zeug wieder auf. Und dann vermessen wir genau diesen Unterschied in der Wellenlänge. Unterschied in der Wellenlänge beweist uns, dass hier Unterschied ist in der Energie. Unterschied in der Energie heißt, ja, dass sich die Photonen haben beeindrucken lassen von diesem Energiefeld, von diesem Gravitationspotenzial. Und das wurde gemacht im Jefferson Tower in Harvard. Pound und Rebka haben dieses Experiment aufgebaut. Das Ding ist über 22 Meter hoch. Und da haben die tatsächlich die ganze Zeit eben hier hochgeschossen. Das ist sehr kritisch gewesen hier. Das muss bei der möglichst identischen Temperatur sein. Das ist alles knifflig. Und hier drin sollte möglichst wenig Luft sein. Da haben sie dann Helium eingefüllt und alles Mögliche. Also sie haben sich alle erdenkliche Mühe gegeben. Und konnten den Effekt dann auch herausrechnen. Und zwar war diese Verschiebung in so einem Bereich von 2,5 mal 10 hoch minus 15 oder sowas. Diese relative Verschiebung. Also da muss man schon ganz genau messen. Dann haben die natürlich das gedreht, haben oben den Emitter und unten den Absorber installiert und haben hier alle möglichen Kombinationen genutzt, um diesen charakteristischen Wert immer besser herauszukitzeln. Und was soll ich Ihnen sagen? Die allgemeine Relativitätstheorie wurde nach allen Regeln der Kunst hier bestätigt. Also es ist nicht gelungen, sie in irgendeiner Weise hier zu falsifizieren. Es gibt weitergehende Experimente. Also mittlerweile würde ich mal sagen, die allgemeine Relativitätstheorie ist vermutlich eine der am besten bestätigten Theorien, die wir überhaupt haben. Wir können ja nie wirklich beweisen als Physiker. Sie erinnern sich, ganz am Anfang hatte ich das schon mal erläutert, wir können immer weiter falsifizieren. Das war dieses Gleichnis mit den Schwänen. Wenn Sie 100.000 Mal messen, dass Schwäne weiß sind, dann beweist es noch nichts. Morgen könnte jemand mit dem lila blassblauen Schwan kommen. Dann ist Ihre Hypothese gekippt, egal wie oft Sie die vorher bestätigt haben, wenn Sie sagen, alle Schwäne sind weiß. Dagegen sind wir auch hier nie gefeit. Aber alle Anstrengungen, die wir bisher unternommen haben, haben ganz klar null Resultate geliefert bei dem Versuch, die allgemeine Relativitätstheorie zu widerlegen. Und das zieht sich bis hin zu den Gravitationswellen. Da hatten wir ja schon jede Menge Beiträge hier auf dem Kanal. Auch das war eine Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie. Da will ich jetzt gar nicht nochmal getrennt drauf eingehen. Auch die wurde bestätigt. Also es ist schon ein Manifest, es ist eine wesentliche Säule in unserem Weltbild. Und genau deshalb möchte ich nächstes Mal nochmal ganz genau darauf eingehen, wie denn diese Theorie jetzt im Zusammenbau unser Weltbild wirklich verändert hat. Dass wir ja im Wesentlichen auf diesen Lagrange-Formalismus in der klassischen Mechanik gestützt hatten. Das wird nochmal eine knifflige Ecke. Und darum sehen wir uns ausgeruht und frisch beim nächsten Mal.